Der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender. Episode 1 ist wohl der ungeliebteste Teil der ungeliebten Star Wars Prequels. Und dennoch wurde damals eine immense Marketingmaschine angeworfen. Merchandise hier, Merchandise da und ich habe sogar den Roman zum Film. Fragt bitte nicht. Natürlich gab es auch zahlreiche Videospielableger. Das Podracer-Spiel, dieses Spiel oder eben Jedi Power Battles. Wahlweise als Obi-Wan, Qui-Gon Jinn oder Mace Windu kämpfen wir uns durch verschiedene Stationen von Star Wars Episode 1, immer auf der Suche nach dem nächsten Endgegner. Welchen der mächtigen Jedi man wählt, macht keinen allzu großen Unterschied. Die Attacken fallen ein bisschen unterschiedlich aus, aber ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, dass das Spielerlebnis ein gänzlich anderes wird und ein zweiter Playthrough mit anderem Jedi ein absolutes Muss wäre. Aber zum Spiel... ISO-Perspektive! Aber immerhin hat es eine vernünftige 8-Wege-Steuerung. Wenn ich runterklicke, dann bewege ich mich auch tatsächlich nach unten. Ha! Nimm das, Max Payne! Ah, crap. Die fummeligen Sprungpassagen sind das Schwierigste am Spiel. Ich weiß nicht, wann ich den Sprungbutton betätigen soll. Betätige ich ihn zu früh, schaffe ich es nicht auf die andere Seite. Betätige ich ihn zu spät, naja. Und man verliert immer gleich ein Leben. Ich habe es noch nicht annähernd geschafft, durch Beschuss genug Energie zu verlieren, um nahe am Ableben zu sein. Ausschließlich durch Herunterfallen verliere ich meine Leben. Okay, der Titel heißt Jedi Power Battles. Wir spielen also einen Jedi, der seine Jedi-Kräfte mit den Kräften von großen Gegnern messen kann. Seine einzige Schwäche, die Schwerkraft. Danke, Sir Isaac Newton. Es ist eher Ninja Warrior Jedi Edition. Weniger Jedi Power Battles. Was spricht denn dagegen, dass man einfach nach dem Runterfallen mit etwas Energieverlust wieder am Anfang des Screens steht? Ein komplettes Leben einbüßen ist verdammt unverhältnismäßig und macht das Spiel einerseits künstlich schwer, andererseits frustend. Dass sich Runterfallen halt nicht immer wirklich vermeiden lässt. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich hinspringen kann und wo nicht. Und wo ist der Einsatz der Macht, bitteschön? Ich meine, irgendwie gibt es schon bestimmte Skills, die man einsetzen kann. Aber ich kapiere noch nicht mal die Steuerung. Es ist einfach so ein, hier ist dein Spiel, leg los, mach was auch immer. Was bedeuten die bunten Balken hier oben? Was bedeuten die Items, die ich hier einsammle? Wieso hat das in den Super Nintendo Star Wars Spielen noch intuitiv funktioniert? Eventuell habe ich das mit der Macht auch nur nicht rausgefunden. Dann wiederum braucht man es aber auch nicht wirklich. Auch ohne den Einsatz der Macht lässt sich das Spiel locker mit dem Lichtschwert allein besiegen. Wenn keine Abgründe involviert sind, dann ist es lächerlich einfach. Selbst die Endgegner sind pures Understatement. Also, man sollte ja erwarten, dass man es hier mit den größten Sith zu tun bekommt. Stattdessen bekommen wir ein komisches Raumflugzeug, das sich one-hitten lässt, Giant Jar Jar mit Zahnstocher und Riesentransformer of Lameness. Es gibt so viele Spiele, die es geschafft haben, das Jedi-Dasein gut in ein Spiel zu überführen. Sei es Jedi Knight, Knights of the Old Republic, die Spiele für den Super Nintendo und hey, sogar das Spiel zu Phantom Menace hat es irgendwie hinbekommen. Wie kann es sein, dass das hier ein solches Durcheinander ist, das seinen Schwierigkeitsgrad über die unmöglichen Sprungpassagen bezieht und an keiner Stelle herausfordernde Kämpfe bietet? Also zum Fazit, das Spiel ist nicht schlecht gemacht. Es könnte ein solides Actionspiel sein, wenn der Fokus auf den Kämpfen und dem Einsatz der Jedi-Kräfte liegen würde. Doch irgendwie liegt die einzige Herausforderung in den unübersichtlichen Sprungeinlagen. Wenn ihr also Bock drauf habt, euch durch einen unfairen Parcours zu navigieren und es euch zufriedenstellt, ab und zu durch Buttonmashing ein paar Gegner platt zu hauen, nur zu, dann habt ihr immerhin ein Spiel mit solider Grafik und sehr, sehr guter Spielmusik. Empfehlen würde ich es aber, aus den genannten Gründen, nicht wirklich.